Freunde, herzlich willkommen bei Andreas Thienbacher aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T. Ich habe euch hier schon mal was hingezeichnet. Mindset. Mindset. Okay? So, ganz wichtiges Thema, extrem wichtiges Thema. Meine Themen sind sowieso immer wichtig. Das kennt ihr ja schon von meinen Videos, aber ich finde diese Themen extrem wichtig. Warum? Ich habe immer noch in meinem Portfolio steht, ein gesunder Geist, ein gesunder Körper, ein gesunder Körper, ein gesunder Geist. Dieses Credo ist meins. Und jetzt wird es wichtig, pass auf. Was ich immer wieder feststelle, ist in meinen Beratungen, dass Menschen mit der Hoffnung kommen, Mr. T aus Karlsruhe wird es schon richten. Ich kriege jetzt einen Trainingsplan, ich kriege jetzt einen Ernährungsplan und dann läuft das alles schon. Es ist sicher klar, und das weiß jeder, auf einem Trainingsplan, auf einem Ernährungsplan steht alles so weit erklärt drauf, dass man keine Fehler machen kann, null Fehler. Das heißt, dieser Trainingsplan, Ernährungsplan, der muss zwangsläufig zum Erfolg führen. Denkt man. Und das ist genau nicht so. Was habe ich von meinen besten Trainings- und Ernährungsplänen, wenn der Mindset nicht stimmt? Genau. Erstmal gibt es einen guten Spruch, der heißt, der Kopf geht vor, der Körper folgt. Das heißt, ich muss mich erstmal in meiner Brain, muss ich mich erstmal richtig setten. Das heißt, das richtige Setting, so bei einem anderen auch, ob ich Skifahren gehe, die richtigen Schuhe habe, den richtigen Schuh, das richtige Wachs, damit es passt zum Boden, damit ich als Rennfahrer die richtigen Reifen drauf habe, die richtige Schaltung eingebaut habe, den richtigen Sitz, das sind alles Dinge, damit es funktioniert. Das heißt, auch beim Rennfahrer, was nutzt mir die beste Technik, wenn ein paar Parameter nicht funktionieren? Das heißt, ich habe einen Rennwagen mit einem Sofa drin, da fahre ich runter, da kann ich keine schnellen Zeiten fahren. Und genauso ist hier auch in meinem Bereich. Mein Trainingsplan, Ernährungsplan, der ist perfektioniert. Den habe ich seit 30 Jahren erarbeitet. Aber was haben wir? Wir haben das falsche Mindset. Wie fangen wir am besten an, Mindset? Ganz einfach, schau mal. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, okay, ich bekomme jetzt einen Trainings- und Ernährungsplan, den mache ich die nächsten 8 Wochen, dann sehe ich geil aus. Das ist der falsche Mindset. Das macht keinen Sinn. Mit dieser Erwartungshaltung kann ich kommen. Ich habe 20 Jahre nichts für meinen Körper getan. 20 Jahre habe ich allen möglichen Schrott in mich reingestopft. Da kann ich doch nicht erwarten, dass in 8 Wochen alles wieder gut ist. Dann muss mir vom Mindset schon mal klar sein, alles klar, Kollegen. Das wird eine kleine Baustelle und die dauert ein bisschen. Realistische Zeiteinschätzung. Wunderbar. Erster Point. Zweiter Point. Ein gutes Zeitmanagement. Ich kann nicht sagen, ja gut, jetzt fange ich halt mal damit an. Mindset. Okay, mir ist es klar. Ich muss hier strukturiert vorgehen, Zeitmanagement rein, wann trainiere ich, wann esse ich, wann kaufe ich ein. Ja, das gehört dazu. Zum fitten, leistungsfähigen Körper gehört das dazu. Das ist eine Grundvoraussetzung, also Mindset. Das Gleiche ist, wie möchte ich eigentlich aussehen, wo möchte ich eigentlich hin? Das richtige Mindset. Okay, ich bin 1,65 Meter groß. Und stellt mir vor, ich sehe aus wie Hulk mit 1,90 Meter, so breite Schultern. Habe von Natur aus nur so einen Knochenbau. Ist das der richtige Mindset? Das ist nicht der richtige Mindset. Mir muss klar sein, was sind meine realistischen Ziele, was sind möglich. Entsprechend dessen muss ich mich darauf vorbereiten. Ich muss mich darauf einstellen. Ich muss mich mit diesen Gedanken auseinanderfassen. Und Menschen, die das von vornherein strukturiert tun, die werden mit einen Trainingsplan, mit einer Beratung bei mir, mit einem Ernährungsplan, werden die definitiv Erfolg haben. Und wenn ihr jetzt denkt, ja aber, wer hilft mir beim Mindset? Das bin ich. Zwischenzeitlich ist es so, dass ich oft in vielen Ernährungsberatungen und Trainingsberatungen ca. 20% der Zeit überhaupt noch über Ernährung und Training rede. Weil solche Sachen habe ich verfilmt, da gibt es ganz viele Links bei YouTube, da habe ich FAQ-Dokumente, da gibt es so viel von mir. Ich muss bei den meisten Menschen an der Motivation arbeiten und am Mindset. Das ist meine Aufgabe. Und das liebe ich auch. Die Menschen sollen hier rausgehen motiviert. Und wenn sie in meiner Gruppe angeschlossen sind bei Facebook, dann werden sie weiter motiviert. Ich versuche sie so weit wie möglich zu infizieren mit dem gesunden Fitness-Lifestyle. Und damit das funktioniert, muss das Mindset stimmen. Warum mache ich das? Natürlich möchte ich Erfolg haben, logisch. Warum mache ich den Job? Mache ich den Job, dass es getan ist? Sicherlich nicht. Sondern ich mache diesen Job, dass meine Kunden
das, was ich vorlebe, langfristig umsetzen können. Da geht es nicht immer nur ums Sixpack, da geht es um einen gesunden Lifestyle. Das möchte ich, dass meine Kunden langfristig ihr Ziel erreichen. Und deswegen, Freunde, Mindset. Wenn ihr zu mir kommt, gibt es zum Trainingsplan und zum Ernährungsplan gibt es auch das Thema Mindset. So, kurz, knapp und bündig, Thema Mindset, Kollegen. Bis bald bei Andreas Trienbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannter als Mr. T.